Herzlich willkommen zurück hier bei Gothic, dem neuen Teaser. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, wir. Nicht schon wieder runterfallen, bitte. Einfach normal runterlaufen, wenn es geht. Junge, ja, verhungert man ja. Sich. Lol. Ach so, ja, geil. Nehme ich mit das Zeug hier. Und sonst noch was? Okay, hier kann man wohl runtergehen. Brauche hier wieder einen Dietrich. Natürlich, hier brauche ich auch wieder einen Dietrich. Wieder komplett umsonst hoch. Heruntergelatscht. Aber zum Glück läuft der Protagonist ja die Leiter hoch. Es gibt keinen Morgen mehr, er schwebt da hoch. So, jetzt müssen wir nur gucken. Ich werde tatsächlich auch schon mal hier lang laufen. Komm, nimm. Junge, nimm doch mit. Dahinter gehen wir mal noch nicht, weil ich glaube, mit den Wölfen müssen wir wohl oder übel kämpfen. Aber ich finde es echt praktisch, dass es einem hier die Gegenstände anzeigt. Mit dem. Da muss man nicht immer so genau hinsehen. Ein Erzbrocken noch. Wie wir gemerkt haben, die Leiter ist ja unser größter Feind hier im Game. Ah, herrlich. Aber es ist grafisch echt, muss ich sagen, gut gelungen, wenn man noch weiß, wie es damals ausgesehen hat. Es ist schon wirklich ein voller Sprung nach vorne. Ah, hier brennt immer noch alles. So, dann gehen wir doch mal hier rüber. Da drüben steht auch jemand. Der wird mich schon nicht killen wollen, hoffe ich. Ich würde sagen, dann quatschen wir einfach mal mit dem Kollegen. Da kommen den Erzbrocken nehmen wir noch. Heiden. Oh, awesome. I don't think Gomez will miss this. Hey! Oh. Hello. I didn't hear you coming. I'm looking for, well, clues about last night's disaster. I see. Well, I have to settle this soon. Gomez has little patience, and I have other, more urgent problems to attend to. Wie heißt so, du denn? You are... I'm Caden, guard of the exchange zone. This week I worked the morning shift. And this is Rufus. Well, what remains of him. He had to work the night shift. So as you can imagine, I feel particularly fortunate. Now it's up to me to find out what the hell happened here and try to recover what might still be useful for the old camp. Hey, was für Probleme hast du denn, Kaiden? What kind of problems do you have that are so urgent? Well, you see, in the old camp, you can never trust anyone, and even less of those who call you friend. Two of these friends, Cyrus and Bedig, took advantage of the fact that I had to come here to steal from me a very valuable pendant. They know it's important to. But they would sell their mother in order to get some ore in the black market. Scheinen ja ein paar nette Kollegen zu sein, die er da hat. Wie sieht denn der Anhänger aus? What does the pendant look like? You'll recognize it easily. It is made of metal and has the shape of the god Adonos. No incrustations,
No jewelry, no magical powers. It doesn't have much value. Clearly, it was stolen out of spite. Gut, was sind denn das für Gauner? Who are these old friends? They were more than friends. In fact, they were former business partners. We had our differences, and in the end, we decided to dissolve the business. But I never thought they would dare steal from me. Ja, so kann man sich täuschen. Okay, was gibt's denn für eine Belohnung? Let's be clear. If I help you, what can you give me in return? A businessman. That's the attitude. I like you. Tell me, what are you looking for, or what do you need? We can start there. Well, a decent sword would do me good. A weapon that is easy to obtain and has no owner, if you know what I mean. Oh, I understand. Okay. I won't tell Gometh anything, if you don't tell anyone about our little deal. Okay? Okay, we agree then. The pendant in exchange for the sword. By the way, where can I find Saris and Beric? They've gone to the woods, near the bridge, I think. Be very careful. They are violent people. You'd better be prepared for anything. Ja, dann wissen wir schon, was wir zu tun haben. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir finden, auf jeden Fall. Kann ich das Schwert nicht einfach rausziehen und gut ist. What do you think you're doing, Rookie? Okay, I'm sorry. My mistake. It won't happen again. Ja, du hättest mir es rückgeben können, Junge. Soll ihr die Drecksarbeit machen mit einem zerbrochenen Schwert? So, ich würde sagen, wir gucken erst. Ah, okay. War das gerade noch mein Leben, oder? Ja, es war mein Leben. Ich würde sagen, wir könnten doch mal hier. Zwei Bären snacken. It's closed. I'll need something to open it. Okay, offensichtlich. Brauchen wir hier für alles einen Dietrich. So, was liegt hier noch rum? Eine Münze. Das wäre mir tatsächlich lieber, wenn hier ein Dietrich rumliegen würde. Aber das Glück werde. Achso, er kann hier gar nicht hochgucken, okay. Aber ich befürchte fast, das Glück werden wir nicht haben, dass wir hier einfach den Dietrich finden. Schaut nicht so aus. Hier kommt man noch nicht rein. Nee. Na ja, gut. Nur hat es auch nichts mehr gegeben. Vielleicht da unten noch. Ah. Fleischwanze. Tut mir leid. Aber Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Ah, okay. Man kann auch Pfeile aufnehmen. Okay, sonst ist hier offensichtlich nichts mehr. Haben wir da drüben noch auch noch mal einen Pfeil? Fleischwanze. Danke dafür. Ist auch noch mal ein Pfeil. Nehmen wir auch noch mal mit. Schauen wir noch da hoch und dann noch mal einen Pfeil. Dietrich, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Aber ich befürchte halt, der Dietrich kann auch abbrechen. Was liegt da unten noch? Münze? Aber wir könnten es tatsächlich mal ausprobieren.
In der Hoffnung, dass er nicht gleich kaputt geht. Ach so. Hä? Habe ich den Dietrich jetzt schon verbraucht, oder? Ich habe viele Fragen gesagt, sind in diesen falschen Händen. Okay. Wow. Ich habe aufgemacht wegen einem Bier. Okay. Fleischwanze. Danke dafür. Okay. Dann können wir hier mal noch reingucken. Suche Sarus und Beric beim Fluss. Und den Anhänger können wir finden. Dafür bekommen wir eine ordentliche Waffe. Ich würde doch tatsächlich mal noch schnell hier rüber gehen und gucken, ob wir die Truhe dann auch so easy going aufsperren können oder ob uns da der Dietrich gleich abbricht. Wie gesagt, da lang brauchen wir nicht gehen. Video. Leere Flasche. So, ganz langsam, ganz vorsichtig. Schade, dass er nicht einfach so runterrutschen kann, aber es geht auch nicht, weil die Querstreben zu breit sind. Da würde man jedes Mal hängen bleiben. Von daher. Achso, ja, stimmt, ja, die Kiste war ja hier unten. So. Jetzt gucken wir mal. Okay, es ging überraschend einfach. Nochmal ein Dietrich. Pfeile, Fackel, Bier. Ist das vielleicht das Amulett, das wir suchen? Ich denke mal nicht. Wir können mal nachgucken. Amulett der Erleuchtung. Ziehen wir doch mal an. 25 Leben haben oder nicht haben. Kann durchaus nicht schaden, Leute. Und wenn wir schon hier sind, würde ich doch glatt nochmal schnell hier raussprinten. Und mir die andere Kiste auch nochmal holen. Die hier war. Dann können wir gleich auch noch gucken. Also wenn es jetzt dreimal ging mit dem Dietrich, dann geht er wohl offensichtlich wirklich nicht kaputt. Nee, Pfeil, Erz, Münzen, Brot. Gut. Es lief doch auch nicht verkehrt, würde ich sagen. Hey, da oben hatten wir keine Kiste mehr, glaube ich, oder? Er hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Nee, hatten wir nicht. Nee. Okay, ah. Gratis Essen und XP. So. Dann wollen wir uns mal um Saris und Bagis kümmern. Hier kommt halt wirklich echtes Feeling von früher auf. Ich find's einfach so geil. Ja, liegt da drüben nicht noch eine Münze auf dem Fass? Ich bin schwören, es ist eine Münze.
wurde das Fass befüllt. Ja gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, dann wollen wir mal hier lang gehen. Jetzt hast du keine Gegenstände. Muss ich wohl dann immer auf Pause drücken, okay. Das schadet schon mal nicht. Eine Karte haben wir nicht. Demzufolge müssen wir wohl einfach so weitergehen. Nehmen wir mal noch ein paar Beeren mit. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Genau, ducken kann ich mich auch. Da vorne ist schon Scavenger. Zwei sogar. Den würde ich mir jetzt tatsächlich nicht gleich anlegen wollen. Umgucken, was es hier noch so gibt. Ich denke, es ist tatsächlich sicherer für uns, wenn wir auf dem Weg bleiben. Okay, was haben wir denn da? Eine Fackel? Ein Becher? Gutes, leckeres Bierchen. Hier jemand. Es hört sich an, als wäre hier ein Schmied. Ach, das sind bestimmt die anderen zwei Ganoven. Könnte ich mir vorstellen. Ja. I'm sorry, Beric. It's the best for everyone. You! Caden sends you to kill me, right? Freaking bastard! Okay, das lief ja super. Okay, so ziehe ich die Waffe. LT, Feind anvisieren. Was sollte dieser dem Gegner die Ausdauer ausgehen, dann folgt eine Strafzeit von mehreren Sekunden, bis die Ausdauer wieder anfängt, sich zu regenerieren. Kannst nur abblocken und parieren. Angreifen, vorpushen oder sprinten ist nicht möglich. Okay. Das Parieren kann bei den meisten menschlichen Feinden genutzt werden. Machst du im richtigen Moment eine Parade, so prallt der feindliche Angriff ab und der Feind ist für ein paar Sekunden betäubt. Okay. Dauert zwar eine Weile, aber das Kampfsystem ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Lust auf ein kleines Tänzchen. Schlägt mit dem rechten Stick hingehen. Und klappt das eigentlich ganz gut. Dann schnell die Seite wechseln und zuschlagen. So, ja, gleich habe ich dich, Sportsfreund. So.
Jetzt hat aber. Jetzt geht er das Stück. No, wait. Don't kill me. Let's talk, please. Sein Leben verschonen, ihn erledigen. Ach komm, ich bin kein Mörder. Oh, oh, Frinus. Thank you very much. Thank you very much, boy. Thank you for putting down your sword. Enough. I'm here to retrieve the pendant you stole from Caden. That's all. What's so funny? Do you really believe that son of a bitch's story? A pendant we stole from Caden? Look, boy, he sold you a pup. Warum sollt ihr das tun? Wait, what? You mean there's no pendant? Yes, of course. Although it's not really a pendant. It's rather the key to our business. That's why Beric always kept it hidden. I need it back. Do you know where he used to keep it? Oh, shit. I killed him before I asked. In any case, Beric had a very bad memory and used to lose goods before forgetting where he'd temporarily stored them. That's why he wrote everything down in his logbook. It's probably still on his corpse. You can keep it, man. It's all yours. I'm only interested in getting out of this one alive and forgetting all about Caden and his business. I'm done. Sei lieber mal froh, dass du nicht tot bist, Junge. Versteh ich nicht. Wenn du nichts geklaut hast, warum hat mich dann zu dir geschickt? I don't get it. If you didn't steal anything from him, why did he send me to you? Caden, Beric and I made a lot of money on the black market thanks to the king's goods until the elevators collapsed. Caden thought there was a partner in excess and I agreed. And that's why I'm here. Fewer members, more profits. Now I see my ex-partner wants to be the sole owner of the business. That's why you're here. Luckily you didn't kill me, but I hope Caden thinks you did, right? He'll freak out if you tell him the truth. And you really believe Caden will trust me when I get back? On my word alone, I have no way of proving I killed you. Yeah, right. That's a problem. Caden doesn't believe anyone but himself. And he'll trust less on a stranger like you. Okay, we'll do this. I'll give you a gift that Caden gave me years ago as a proof of his friendship. I don't think I'll ever need it again. Caden can get a good price for it. He'll give you whatever you agree with him, and I'll have a second chance away from that son of a bitch. It's a win-win, isn't it? Son of a bitch, er legt richtig los, Alter. You're losing a lot of blood, man. You should tend that wound. Yeah, you're right. I'll go to the river to clean it. However, I don't think I can survive without any medication or painkiller. But I don't have the strength or energy to look for it. All right, I'll see what I can do. I know I'm not in a position to ask you any favor, but if you help me, I'll be able to escape to the new camp where Caden won't find me. And in the future, I'll be able to return the favor. All right, I'll take care of it. I'll wait for you on the riverbank. And please don't be late. I need those medicines fast, or I don't think I'll get out of it. Ja, auf jeden Fall interessante Nummer, Leute. Dann war doch tatsächlich eigentlich Caden der Bösewicht, kann man so sagen. So, was hat er denn bei sich? Den Schlüssel und das Logbuch. Erkundung Gegenstände. Drücke, um das Ventil zu öffnen. Okay. Ja, wie gesagt, war tatsächlich Caden der Böse. Die hatten zu dritt ein Geschäft am Laufen. Dann ist der Aufzug eingestürzt, das heißt natürlich weniger Gewinn. Also dachten sich, kill ich einfach mal einen von denen. Dann müssen wir dies nur noch teilen, also halbieren und nicht mehr dritteln.
Und ich hätte jetzt ihn killen sollen, sodass Kaiden alles für sich hat. Ja, was er dann tatsächlich dazu sagen wird, das hören wir uns dann in der nächsten Folge an. Würfel sind ganz natürlich, um in verschiedene Lager und Wetten abzuschließen. Okay, dann der Schlüssel. Laut Berges Notiz ist es wichtig, um den Anhänger zu finden. Und hier ist das Logbuch. Die Notiz ist blutverschmiert und beschreibt eine Gruppe von Objekten zu ihrer Nummerierung. Darunter befindet sich dort die Skizze eines Gesichts. Royal Beer Book. Was? Uncommon Ring. Rusty Sword. Quality Meat. Books. One Wine. Okay. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, das schauen wir uns dann bei der nächsten Folge an. Und jetzt beende ich die Folge. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Bis dann, Freunde, macht's gut, bleibt gesund, euer Stevie B. Ciao.